Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, in der heutigen Folge werden wir den Bahnhof in Luzern bauen und unsere S-Bahn-Linie hier hinbringen. Und wenn wir noch Zeit haben, sogar dann die Höchstgeschwindigkeitsstrecke, die aus Minden kommt, über Zürich, die auch noch irgendwie vorbeiführen, dass die dann auch schon mal nach Luzern kommt. Und das ist zumindest jetzt erstmal der Teil der heutigen Folge, beziehungsweise auch nächsten Folge. Ich würde hier in Luzern eigentlich ganz gerne jetzt mal einen Kopfbahnhof bauen. Ich habe nämlich noch gar keinen Kopfbahnhof auf dieser Karte. Und ja, ich bin am überlegen, wo ich den hinsetze. Eigentlich könnte man den hier so hinsetzen. So, relativ eben. So, mal gerade nochmal einebnen hier. So. Ist größer das Tool? Oder vorher nicht so groß? Mal gerade hier ein bisschen Platz machen. So. Da wir ja eh bald eine neue Folge anfangen, werde ich jetzt erstmal noch keine langen Folgen machen. Der eigentlich sagt das jetzt im. Warte mal gerade, kurz das überlegen. Ja, dann nehmen wir doch, glaube ich, den, ne? Das hier sind alles keine Kopfbahnhöfe, das ist Cargo. Brücken, ne, dann nehmen wir den hier. Bisschen was Älteres. So. Vier Gleise, 300. Aha, wollen wir mal gucken. Ich möchte den Schnellzug hier. Den hier. Ne. Dann nicht, die stehen schon wieder alle hier hinten in Minden. Train. Hier ist einer. Da ist einer. Oha. Naja. Bald fahren sie ja noch bis Zürich weiter. Ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt überhaupt habe. Im Moment. ICE. Wie viel haben wir denn davon? Vier Stück. Und einer ist wie lang? 203 Meter. Das heißt, wir müssen ja mindestens ein 400 Meter langen Bahnhof haben, weil ich möchte den wieder in Doppeltraktion fahren lassen. Weil hier, hier steht einer. Hier sind 600 Passagiere und der kann nur 133 mitnehmen oder 131. Also Doppeltraktion ist schon ein bisschen besser. So, also brauchen wir mindestens einen 400 Meter langen Bahnhof. Das wäre natürlich schon ein bisschen schöner, wenn man das hier curven könnte. Aber das kann man ja nicht. Wir können auch noch ein paar Durchfahrtsgleise an der Seite bauen. Ja, die Frage ist... Luzerner Bahnhof liegt dann wohl ein bisschen außerhalb, wa? Wie blöd. Legen wir das denn mal? Können wir gar keinen Durchgangsbahnhof hier machen? Das funktioniert doch gar nicht. Oder wir legen den, packen wir den hier so rum hin. Muss ich hier mal gerade noch ein bisschen aufräumen. Das hier mal gerade noch mal einebnen. So, machen wir den nämlich dann hier hin. Zack. So. Dann können wir den jetzt noch mal verlängern. Hier sind mittlerweile so viele verschiedene Sachen. Hier viermal den gleichen eigentlich. Bestuhlt. Ja. So 320 plus 40. 360. 40 sind 400. Weiter kann ich sowieso nicht bauen, weil die Common API nicht mehr aktiv ist. Ja. Man könnte natürlich jetzt auch noch einen kleinen Kopfbahnhof auf die Seite machen, ne?
Das wäre ja auch irgendwie cool. Müssen die Leute halt immer über die Straße laufen, aber das ist ja nicht unser Problem, ne? So, 80. Ja, die hatten Höchstgeschwindigkeitsgleise. Zack. Und wieder keine Oberleitung. Warum nicht? Oh. Tschüss, Spiel. Tschüss. Oh, Glück gehabt. Konnte ich nochmal retten. So, nehmen wir das jetzt hier. Zack, zack. So. Ist ja eigentlich so weit schon mal gar nicht so schlecht. Aber dann werden wir nämlich hier auf die Seite einen neueren machen, einen kleineren, 160 Meter, das reicht. Zwei Gleise, Höchstgeschwindigkeit, Oberleitung, ja. Ups. Packen wir den auf die Seite. Wo dann von hier die S-Bahn reinfährt. Das macht nämlich dann so ein bisschen mehr Sinn. So hat er, oh Gott. Mich immer verklicke. Also in der nächsten Projekt werde ich das hier alles weiter aufräumen. Das ist mir alles hier viel zu vollgepackt mit irgendwelchen Gleisen und ja, von 80 habe ich so viele verschiedene Gleise. Das ist einfach nur unübersichtlich. Da muss ich sogar hin. Oder so richtig, richtig scharfe Kurve machen hier. Irgendwie habe ich auch keinen Bausound mehr. Los hier. Jetzt hier so direkt drauf gehen. Wie fahren wir dann? Na komm. Geh da drauf. Aber dann müssen wir. Na, wieso gehst du da nicht drauf? Na, dann gehst du halt daneben. Dann bauen wir das gleich kurz um. So schnell ist der Zug ja gar nicht. Gehen wir auf 120. Ach so. Alles klar. Deswegen ging es nicht. So, zack. Auch wieder ein Bauzaun. Klingt jetzt auch alles wieder ein bisschen anders. Fährt er hier durch. Hier am Wald lang und kommt dann hier nach Luzern rein. Prinzipiell ja gar nicht so schlecht, ne? Kann man noch so machen. Mit so einem kleinen Tunnel hier. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. So. Dann müssen wir natürlich jetzt den Bahnhof hier noch ein bisschen anpassen mit. Oh Gott, ey. Hier auf jeden Fall haben wir noch zwei Treppen. Dann kommt da eine Straße vor. Die KI dann auch ruckzuck vollbauen wird. Mir eins sicher bin, dann genau das. So. So, kommt die KI schon mal jetzt dann auch daran. Deckt der ja schon mal ganz Luzern fast ab. So, den anderen Bahnhof kümmern wir uns jetzt noch nicht. Wenn wir jetzt erstmal das hier. Sollte mit zwei Gleisen reichen. Dann haben wir noch einen, der hier weggeht. Aber so weit werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr kommen. Bevor wir dann zum Abschluss dieses Projektes kommen. So. Mal anklicken. Züge sind ja gerade hier. Ein bisschen Schluck auf irgendwie. Linie verwalten. Zürich. Ochsdorf. Eschenbach. Luzern. Eschenbach. So. Da gibt es jetzt ja genug Möglichkeiten, wo die jetzt aneinander vorbeifahren können. Aktuell treffen sie sich ja immer hier in Hochdorf. Können wir eigentlich auch drei? Der eine kommt gerade zurück. Kriegen wir jetzt hier noch ganz schnell einen Zug aufgepackt. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin. Aber schnell sind wie der Wind. Zack. Dann war das unter elektrisch. Wo sind sie? 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 Da.
Und dann war das der hier unten. Noch so einfahren lassen. Der hat nur 73 Passagiere. Ist vierteilig. Nee, dann fährt der. So. Zack. Linie Zürich. So. Fahr los! Was willst du denn? Wieso? Hä? Nee. Ja, warten auf freie Wege. Mehr sollst du auch nicht machen. Du hast ja noch Gegenverkehr. Der vorbei ist, kannst du losfahren. Lange musst du noch warten, mein Freund. So, und der kommt dann jetzt hier raus. So, ich hoffe mal, das sind auch die richtigen Züge. Hier könnte man eine Brücke bauen, ne? So, zack. Und weg mit dir. Perfekt. Wenn wir jetzt hier eine Brücke bauen. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Oh, yes. Easy peasy lemon squeezy. Hier, was haben wir hier für schöne Brücken? Nö, nö, nö. Nee, die geht leider nicht. Nehmen wir die. Zack. So eine schöne Autobrücke. Ja, mit dem neuen Juni-Update haben wir jetzt ja auch noch diese andere tolle Brücke bekommen. Ja, zum Beispiel hier so hingehen. Wollen wir jetzt hier die Golden Gate Bridge irgendwie nachbauen? Ich weiß ja nicht. Das war ein ganz tolles Feature. Oder hätten sie ihre Entwicklungs... Energie besser in andere Sachen stecken sollen, als so eine wunderschöne Brücke zu machen. So, der Zug fährt. Die haben sich hier oben getroffen mittlerweile. Die andere S-Bahn fährt nicht raus, weil wir hier keine Signale haben. Das ist jetzt ja ein Ding, was man noch relativ schnell beheben kann. Zack. Und für dich dann auch hier eins hin. So, jetzt dürfte der aber noch losfahren, ne? Ja. Jetzt fährt der los. Weil alles eingleisig ist, muss der jetzt halt wieder auf den anderen warten und so weiter und so weiter. Warum hat der jetzt angehalten? Achso, pass mal auf. Linie verwalten. Dann gehst du auf Gleis 2. Das kriegst du jetzt schon nicht mehr hin, wa? Und zu dumm für. Jetzt aber. Genau, jetzt fährst du hier rein. Und wir machen das Autosave. Das Autosave, was immer so schön. Mit der neuen Map geht das so schön schnell. Gut, da ist auch noch nichts gebaut, aber die Map wird... Ich habe mich jetzt doch noch für eine noch Nummer kleiner entschieden. Nicht für eine sehr große, sondern für eine große. Die ist sogar nur 12x12. Oder 14x14? Da kann sein, dass ich nur 14x14 ist. Und nicht 16x16, was ich vorher hatte. Ich bin nochmal nur mal kleiner und ich habe da echt viele schöne Ideen. Es wird wirklich eine tolle Karte. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich habe auch richtig Lust, da eigentlich jetzt schon mit anzufangen. Aber ich möchte das dann mit euch zusammen machen, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Und da werden wir das alles auch auf ein ganz neues Level bringen. Ich werde mehr mit dem Kameratool arbeiten, beziehungsweise ich werde mir das dann aneignen. Ich habe da noch keine Ahnung von. Ich habe das mal probiert, das hat nicht richtig geklappt. Also ich werde dann schon versuchen, da was richtig Cooles hinzulegen. Und wenn nur alle zwei Wochen dann eine Folge kommt, alle zwei Tage, dann habe ich auch ein bisschen Zeit, im Offscreen da ein bisschen was zu basteln. Das ist mir eigentlich persönlich ganz wichtig. So, jetzt kommt hier auch schon der schöne Zug angefahren. Oh. Auch eine coole Kamera, ne? Wenn man so mal guckt. Die Züge fahren einfach viel schneller. Das ist einfach so schön. Wir fahren jetzt 80 und es kommt einem auch vor wie 80 und nicht irgendwie wie
Die 20. Das ist schon schön. Und ich habe die Zugbremse auf 2 Meter die Sekunde eingestellt. Also müsst ihr jetzt gleich dann irgendwann fliegen wir auf andere Seite. Mal anfangen zu bremsen, ja. Seht auf der anderen Seite hier der Speedy Gonzales Zug, der ist einfach völlig überlastet. Darum werden wir uns dann in der nächsten Folge kümmern. Oh Leute, die Frauen haben auch ganz schön in die Schräglage angehen. Die sind so, oh, mit ihren Händen los. Diese Menschen sind alle so anmutig, die schweben einfach die Treppe runter. Aber gut, das ist noch so ein Detail, das ist scheißegal. So, und da fährt er raus. Und wir auch wieder. Und er wird dann bald in Doppeltraktion wieder fahren. Gut, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.